Für Julia Siegel ist das Dschungelcamp vorbei. Die Dschungellegende erhielt die meisten Stimmen ihrer Mitcamper und muss das Camp verlassen. Doch zu ihrer Überraschung durfte sie nicht sofort gehen. Die 49-Jährige musste noch eine weitere Nacht mit ihren Mitstreitern verbringen. Selbst ihre größten Gegner zeigten Mitleid mit ihr. Julia Siegel konnte es kaum fassen, als Erik Stehfest ihr Schicksal verkündete. Julia, du hast die meisten Stimmen erhalten und musst morgen früh das Camp verlassen. Der TV-Star war fassungslos und fragte entsetzt, was soll denn der Scheiß jetzt? Tränenüberströmt versuchte Julia Siegel die Entscheidung zu verstehen. Elena Miras stimmte ihr zu. Das verstehe ich auch nicht. Julia wollte nur noch nach Hause. Ich möchte jetzt nach Hause. Das ist doch scheiße. Ihre Freundin Georgina Fleur unterstützte sie. Ich würde einfach gehen. Am Dschungeltelefon brach Julia dann in Tränen aus. Georgina versuchte sie zu trösten. Sei doch froh, dass du hier raus bist. So geil ist es auch nicht. Julia erwiderte niedergeschlagen, ich bin nicht raus, ich muss ja noch bleiben. Die DJ haderte weiter. Warum muss ich eine ganze Nacht noch alles mitmachen? Ich will nach Hause, jetzt. Ich will jetzt ins Hotel. Dass Julia Siegel noch eine Nacht bleiben musste, hat einen guten Grund. Das Regelwerk sieht vor, dass das Camp nach Sonnenuntergang aus Sicherheitsgründen nicht verlassen werden darf.